immer noch am Tor des Windes, Freunde, und uns fehlt uns natürlich noch der Gegenstand. Herzlich willkommen zu Zelda The Minish Cap. Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Yeah, wir haben schon die Hälfte des Dungeons fertig. Hier seht ihr schon den blauen Porter und so. Und jetzt werde ich erstmal runtergehen. Alter, was ist das? Da muss ich jetzt mit denen mitlaufen, okay. Aber zurück habe ich keine Lust, komm. So, gut, danke. Erstmal müssen wir den Gegenstand finden hier. Was wird denn das wohl sein, Freunde? Aber irgendwie der linke Weg war falsch. Oh, hier kann ich eine Bombe setzen. Der rechte Weg war falsch gewesen, den ich zuerst gegangen bin. Also muss ich da nachher nochmal hin. Explodiert. Oh, eine Kiste. Yeah! Maulwurfshandschuhe erhalten. Damit kannst du graben. Wie ein Maulwurf. Freunde, ich habe den Dungeon-Gegenstand. So, und jetzt? Ach, warte mal. So, was war das? Genau, yeah. Übelst geil, das Ding. Öffnen. Nur nette. Oh, toll. Ich habe schon so viele Rubine. Ich muss sie mal ausgeben. Mann, wie gebe ich die am besten aus? Ja, ich muss Dings. Ich muss sie so machen. Oh. Aber das kann ich ja noch nicht. Das kann ich noch nicht, Freunde. Ich muss erst später hier so Muscheln ausgeben und so. Oh ne, das war ja Muscheln, das war ja kein Geld. Gut, jetzt muss ich aber erstmal nochmal nach rechts. Warte. Mir fehlen die Schuhe. Ja, wunderbar. Nein, ich war da schon drüben. Nein, Freunde, ich war schon drüben. Na, habt ihr das gesehen? Und jetzt aber, ja. So. Gut. Hier brauche ich auch nicht mehr klein werden. Hier habe ich ja schon alles gemacht. Oder muss ich nochmal klein werden? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Ja, super, das weiß ich jetzt nicht. War hier was, wo ich klein... Ach ja, ich glaube, hier hinten war noch was, ne? Dann gehe ich da... Oh, na super. Muss ich wieder den komischen Weg hier gehen? Naja, was soll's. Aber das bin ich selber schuld, wenn ich jetzt den falschen Weg erst gelaufen gegangen bin, ne? So. Jetzt muss ich aber erstmal... Oh, nur noch 3 Herzen. Muss ich jetzt erstmal ganz schnell... Dings hier den richtigen Weg gehen mit klein. Mit Junglink, yeah. Mit Junglink, mit Minischlink. Ich sag mal Junglink, Alter. Mensch. So, wieder den ganzen Weg. Kennen wir ja schon, ne? Jetzt wieder mitlaufen, komm, schapp. Na toll, da komme ich nicht mehr rein. Na super. Jetzt muss ich mit dem Ding mitlaufen. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme, wenn ich mich jetzt treffen lasse. Und durch, ja. Yeah. Geschafft. Ich muss mich hier nur konzentrieren, deswegen war ich ruhig. So, jetzt muss ich aber erstmal durch dieses kleine Loch. Ich glaube, da unten waren nämlich auch nochmal Kisten und so. Ich glaube, ein Schlüssel war da, genau. Ein Schlüssel, yeah. Stimmt, Jan, stimmt. Schlüssel ist mir gerade wieder eingefallen. Das ist nämlich jetzt eine neue Aufnahme hier. Die andere ist schon wieder ein bisschen länger her und so. Ach nee, muss ich ja wieder ausrüsten. Mein Handschuh. Dachte eben, das ist der Handschuh gewesen. Wow. Verdammt. Ein kleinen Schlüssel halten. Aua. Lass mich in Ruhe. Aua. Oh Gott. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier noch irgendwas? Nö, auch nicht. Ja. Nein. Aua, verdammt. Hier ist auch nichts. Keine Kiste irgendwo. Warte mal, ich hatte doch eine Karte. Nö, scheint wohl nicht so. Keine Kiste. Ja, das denk ich mal, ne? Nochmal gucken. Nö, scheint wohl nicht. Hier war nur ein Key. Jetzt muss ich aber erstmal hier runter und aufpassen, dass ich nicht getroffen werde von den komischen Händen hier. Jetzt habe ich wieder einen Key. Jetzt muss ich aber erstmal zu der Kiste da oben kommen. Wie komme ich denn da hin? Ah, bestimmt so. Jetzt komme ich hier lang. Oh, weg. Gib mir lieber ein Herz. Gib mir ein Herz. Oh, was? Noch ein Schlag. Verdammt, der hat noch einen Schlag eigentlich. Was? Oh Gott. Ich muss... Aua, Mann. Oh, was? Riesenrubin. Oh Mann, ich brauche Herzen. Ich will nicht sterben. Verdammt, Herzen. Wow. Oh, was ist das? Oh Gott. Öffnen. Hallo, ich lass mich mal hier runterfallen. Weil links hier ist die Kiste gewesen. Ja, wunderbar. Und die große Schlüssel erhalten. Öffne große Schlösser. Wunderbar, Freunde. Jetzt haben wir auch den Schlüssel gefunden. Na, das war jetzt erstmal alles. Jetzt muss ich mich erstmal wieder durchschleichen hier. Durch die Hände. Lass mich in Ruhe. Wow. Danke. Herzen. Nein, keine Herzen. Jetzt werde ich auch noch angegriffen. Wow. Schnell hoch. Wow. Ich muss ganz schnell wieder runter. Und hinab jetzt. War das noch ein Tiefe? Ich glaube, das war noch ein Tiefe. Oder hier? Herzen? Ja, Herzen! Da. Hey, gib. Mindestens noch 2-3 Herzen muss ich haben. Noch
noch einmal rein, dann gehe ich. Boah, yeah, dann geht's weiter im Text hier. So, jetzt muss ich aber erstmal hoch den Dungeon-Tür finden. Ich glaube, Dungeon-Tür muss ich jetzt hier hoch und dann hinab runter. Also gerade runter eigentlich, ne? Hier war ja auch irgendwas zum Kram. Ja, genau, hier. Yeah. Erstmal frei machen. Und hier gibt's bestimmt eine Kiste. Da oben links ist na, seht ihr schon? Na, da ist es doch. Und Glücksfragment? Ja, ein Glücksfragment. Gut. Warum habe ich das so geahnt, ne? Weil wir so viele Glücksfragmente kriegen. Und jetzt. Ah. Da oben. Super, ein Boss. Ja. Dann nutze ich nochmal die Gelegenheit, wenn ich einen Porter bekommen habe, mich nochmal komplett aufzufrischen. Habe ich irgendwie eine Fee oder sowas dabei? Ich habe eine Fee dabei. Weil der Boss ist nicht ganz ohne. Den mag ich. Wie gesagt, mein Lieblingsdungeon. Mein Lieblingsgegenstand aus diesem Dungeon. Alles ganz Zufall. Ich finde die Arme übelst geil, Mann. Ohne Mist. So, jetzt nochmal. Nee, den Porter haben wir schon. Öffnen. Haben wir schon alles aus dem... Oh, hier hätte ich mir auch nochmal auffrischen können. Haben wir alles? Oh, da war ich doch schon Karte. Da ist noch eine Kiste, verdammt. Nee. Bevor wir da weitergehen, muss ich mir erstmal die Kiste holen. Ich glaube, ich muss mir die Kiste zuerst holen, ja? Ja, ich weiß auch, wo die ist. Stimmt, da kamen wir noch nicht hin. Die hole ich mir jetzt ganz schnell, Freunde. Dann geht's weiter. Ich muss unbedingt die ganzen Dungeon hier komplett haben. Hier, genau, hier ist die Kiste. Nochmal. Was jetzt? Achso. So, einer weg. Oh, aua. Egal, tue ich mich gleich wieder auffrischen. Ah, nein. Stimmt. Puh. Oh, 80 mysteriöse Muscheln. Gut, jetzt haben wir die letzte Kiste. Aber hier ist auch noch was. Yeah. Noch nicht mal auf der Karte angezeigt. Hardcore, Alter. Wie doll. Öffnen. Glücksfragment erhalten. Alter, haust auf die Kiste noch. Hä? Habe ich keinen Kompass? Eigentlich müsste ich ihn haben. Doch, habe ich doch. Ich hatte doch gerade geguckt auf dem Kartenmenü. Da habe ich einen Kompass gesehen. Hä? Hier hinten ist aber auch noch. Ach nee, das ist nur Rubine, ne? Ja, nur eine große Rubine, aber ich habe schon alles. Verdammt, den hätte ich mal behalten müssen, den Rubin. Schlechte Zeiten. Oh, falsch gegangen. Eingang zu früh, meinte ich. So, und jetzt rein hier. Jetzt machen wir den Bossfight. Ach, warte. Yeah. Da. So, jetzt brauche ich. Irgendwas brauche ich. Genau, ich brauche. Pfeile. Und Bomben waren das, glaube ich, auch, ne? Ich brauche so viel gleich. Pfeile. Aua. Nochmal voll rein, aber so, jetzt bin ich auf Plan. Yeah. So, jetzt geht's, Freunde. Der Boss. Was ist das denn? Alter, was geht ab? Oh. Boah, es geht. Oh, ich weiß, wie der Boss geht. Wie gesagt, es ist okay. Oh Gott. Jetzt die andere Hand bitte. Die andere Hand bitte, mach dich gerade. Yeah. Nein, daneben. Jetzt. Boah, jetzt muss ich. Warte. Nein, ich muss mich zum Mittel wenden. Mittel schnell. Schnell. Boah, jetzt hänge ich auch noch an der Hand fest. Wie dumm. Ach ja, jetzt brauche ich noch. Jetzt brauche ich das mal. Ja, und yes. Einmal getroffen. Ja, ich gehe schon freiwillig. Hey, lass mich. Und schnell wieder groß werden. Zu Menschen war Pfeile. Ha. Versaut. Pfeile versaut. So, jetzt. So. Gut, die erste Hand habe ich. Jetzt nur die Hand. Yeah. Yeah, lass doch klein werden. Stimmt. Yeah. Ganz schnell hier rein. Wow, jetzt muss ich aber erstmal das richtige Ding hier finden. Das ist es nicht. Das auch nicht. Das nicht. Wo ist es? Da. Und. Ja, wunderbar. Ich gehe schon freiwillig. Du sag mal, lass mich doch mal freiwillig gehen. Oh, ganz schnell hier rein. Oh, die Mucke ist übelst geil, Alter. Oh, aua. Wieder Pfeil ausrüsten. Wie gesagt, ich rüste immer nur Dings. Wie gesagt, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Ich rüste erstmal immer nur den Handschuh und Pfeil um, weil das Schwert brauche ich ja auch. Würde ich mir auch nicht kürzer machen. Alter, was macht er für einen Strahl? Daneben.
Boah, stirb. Nein, nein, nein. Lass mich los, lass mich los. Zack. Und. Ja. Yeah. Nein, nein, nein. Lass mich los, lass mich los. Danke. Ekliges Stinkvieh, alle. So, jetzt muss ich wieder den Handschuh. Wieder immer das gleiche Ding hier, aber irgendwie. Oh, gleich gefunden hier. Ernsthaft? Habe ich ihn geschafft? Gewonnen? Oh oh. Link, schnell raus! Gut. Geschafft, Freunde. War ja nicht so schwer, ne? Sagen wir das mal so. War ja nicht so schwer. Und ein neuer Herzcontainer. Yeah. Herzcontainer erhalten. Ein Herz mehr und wieder volle Energie. Wunderbar, wunderbar. Oh, wo sind wir denn hier angekommen? Am Tor des Windes sind wir jetzt angekommen. Oh, da! Das Amulett, das Zeichen des Amuletts. Ist es doch, oder? Was haben wir für Amulette? Ah, ne, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist es das Zeichen des Windes-Amulett? Ich weiß es nicht. Muss ich gucken. Ansehen. Wir sind das Volk des Windes. Seit langem leben wir mit dem Wind. Nun haben wir es, nun haben wir dies vollbracht. Es ist ein Gegenstand, mit dem du von hier zum Himmel fliegen kannst. Willst du später unsere Kraft nutzen, spiele das Instrument, das der Vogel dir überbringen wird. Dann öffnet sich ein Weg. Die Ocarina des Windes erhalten. Flugs von A nach B. Geil! Was ist denn das? Hier ist ja gar kein Element. Es sieht so aus, als hätten wir früher das Volk des Windes gelebt. Offenbar flogen sie mit den Elementen zu hoch zum Himmel. Da kann man wohl nichts machen. Lass uns hier weggehen. Okay. Wunderbar, Freunde. Wir fanden zwar kein Element, aber wenigstens einen Hinweis. Mit der Hilfe der Ocarina des Windes werden sich neue Wege öffnen. Suchen wir das nächste Element. Okay, Freunde, jetzt nutzen wir auch gleich mal die Ocarina aus. Da-ba-dam. Yeah, unser Gegenstandmenü ist soweit voll. Noch drei Gegenstände und drei Flaschen fehlen noch. Die Flaschen, wo komme ich die Flaschen? Weiß ich nicht. Werde ich schon finden. Yeah, übelst geil. Ich möchte gerne nach Stadt Hyrule. Nach Stadt Hyrule, erstmal gucken. Zu Windmal Horizon, yeah. Gut, Freunde, jetzt zeige ich euch, was hier das sind, die Windmale gewesen. Ah, diese rätselhaften Male überall. Das sind Wegweiser für die Vögel, die Besitzer der Ocarina tragen. Das heißt, der Vogel trägt dich uns nach den Windmalen, die er erkennt tut. Na, Cube, hast du verstanden, denk ich mal. Und wenn du es ausprobierst, wirst du schon sehen, wie es funktioniert. Okay, hab ich doch eben. Hab ich eben. Bist du doll? So. Ich bin hier im Brauslein. Eigentlich müsste es schon geöffnet sein. Immer noch nicht geöffnet? Was denn? Was geht ab? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Nur noch der Dungeon ist übrig. Bevor ich da hinkomme, muss ich erstmal das Schwimmen lernen. Na super. Ich kann noch nicht schwimmen. Das ist gar nicht gut. So, jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, was ich machen muss. So. Das nächste Element muss irgendwo in der Nähe des Hylia-Sees sein. Wie gelangen wir dorthin? Wer könnte das bloß wissen? Ja, wer? Wer könnte das bloß wissen? Ah, du rennst umher, als hast du viel zu tun. Entspann dich doch mal. Nö, später. Genau. Kann ich das kaufen? Nö. Freunde, den kaufe ich mir nicht, aber dafür kaufe ich mir den. Yeah, geil. Ah, der Pfeil kostet 600. Super. Toll. Ich kann keine 600 Rubine tragen. Da oben ist eine Flasche. Die muss ich haben. Die muss ich haben. Wie bekomme ich sie jetzt? Ja, ein Managementportal. Ich weiß nicht mal, wo die Managementportale sind, aber jetzt. Ach nee, hoch, wenn ich hoch und fliegen kann und weit springen kann, so sagte er, soll ich wiederkommen. Dann brauche ich da nicht hingehen. Ich muss jetzt irgendwo lang machen. Yeah. Ja, am Fluss, es ist komisch. Finde ich. Aber, da finde ich aber nichts, okay. Ja, ich weiß, es gibt mir schon einen Hinweis. Am Fluss ist es komisch. Ich weiß, es ist ganz viel komisch. Aber jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, wo ich überhaupt hin muss. Guck mal, die Schule hat auch noch geschlossen. Jetzt ist gerade Unterricht. Achso, nicht geschlossen, sondern die haben Unterricht immer noch. Irgendwann komme ich da auch rein. Hey, na? Na du? Endlich sind wir da. Ganz schön groß, diese Stadt. Okay. Das sind irgendwelche Tänzer? Tänzerinnen? Na, was hast du... Oh. Na, was hast du zu erzählen? Der König benimmt sich in letzter Zeit unmöglich. Neulich waren die Soldaten in mein Haus, die von mir das Forst haben wollten. Du! Fragmente vereinen, ja? Gut, mal sehen, ob was passiert.
Toll. Jetzt aber. Yeah. Robin. Robin. Die beiden Fragmente passen perfekt zusammen. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Robin ist das. Yeah. Ching. Ohoho. Eine Geldfarm. Sucht hier. Ich weiß, wo das ist. Mein Hexenhaus da oben. Yeah. Sie passen perfekt. Hoffentlich passiert etwas Gutes. Ja, es ist hoffentlich was Gutes passiert, ne? Naru? Es gibt große Unterschiede zwischen den guten und den schlechten Zimmern. Na, welche denn? Okay, das sind schlechte Zimmer. Da ist die Kiste geklaut. Das ist auch ein schlechtes Zimmer. Da ist die Kiste leer. Und hier? Alles schlechte Zimmer, okay. Och nein, nein. Man hat gesehen, hier, dieses ist das ganz kleine. Und ganz links ist, wird immer größer, die Zimmer. Ganz links sind die Ehebetten, also so ein Doppelbett ist das. Ehebett, sag ich. Ein Doppelbett war das. Und ich brauch, ja, hab ich nicht. Super. Toll. Ich habe noch keinen Gegenstand, womit die Fackel... Hä? Ernsthaft? Hab ich noch keinen Gegenstand, womit die Fackel anmachen kann? Okay. Gut. Dann heißt es wohl nächstes Dungeon-Item. Oder übernächstes? Werden wir sehen. Oder wir bekommen es nebenbei, zwischendurch so. Ey, was ist denn hier los? Mal eine Runde zocken hier. Oh, ein Kunde. Warum ich ein Glückssalon, Glücksspielsalon habe? Naja, weil man Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht empfehlen, aber probier es ruhig aus. Ein Spiel kostet 10 Rubine mehr. Willst du es probieren? Okay. Es ist besser, du lässt alles. Ich probier's. Gut. Ich probier's. Ach so, dann kann man mit. Auch denn kann man dir auch helfen. Ich werde dir dann die nötigen Vorbereitungen treffen. Komm durch den hinteren Eingang noch. Okay. Was zum? Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl. Wenn du gewinnst, erhältst du einen doppelten Einsatz, den doppelten Einsatz des Einsatzes. Okay, nehme ich gleich dir. Pech gehabt, so ist es nun. Einmal Glücksspiel, lass es nicht zu tief in der Sache, vielleicht ist es aber okay. So ein übelster Abzocker. Nö. Zu dir kommen wir nie wieder. Falls wir da nochmal hin müssen, dann kommen wir natürlich nochmal gerne. So, hier war ja... Hey. Ah ja, eine Flasche. Komm ich bestimmt noch nicht hin. Ich komme durch diesen Haus in der zu den Dings, dann ist der Kamin an, ne? Oder so. Nee. Hey. Hey. Lol. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ey, ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wo ich hin muss. Mit wem rede ich denn da am besten? Okay, das kann ich noch nicht schieben. Oh, ein Minish-Haus ist... Mann. Ich muss... Quatsch. Ich muss das anders ausrüsten. So. Guten Tag, mach es dir bequem. Yeah, Mann. Die Frau von diesem Haus trinkt nur Milch. Okay. Wenn sie Lust drauf hat, dann viel Spaß. Die hier meinten sie hier vor, die hier am Tisch steht. Am Tisch sitzt. So, jetzt muss ich aber erstmal rausfinden, wo ich hier lang muss. Ah, jetzt kann ich auch schon mal hier lang. Muscheln, yeah. Oh, hier ist Minish. Na? Hm, ich hätte zu gerne Figuren, aber es sind zu groß für die Minish. Für uns Minish. So, wo muss ich hier lang? Oh, hier ist noch ein Haus. Oh. Hallo, Naru? Zu ihm kommen wir nicht rein. Na super, aber hier ist ein Loch, yeah. Kennst du das geheime Spruch, der den Schatz zu dem Schatz führen soll? Über den Riesenstrom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen nebenbei des wilden Wasserfalls. Ist ein geheimer Gang zu diesem Ort. An diesem Schatz ist er verborgen. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem wir Minish riesige Dinge schieben können. Die Legende zufolge muss man von diesem Haus aus losgehen. Oh, geil. Von diesem... Ja, super. Muss ich erstmal das Feuer ausmachen, denke ich mal. Ich gehe erstmal wieder hier raus. Hier ist erstmal noch nichts. Der Typ lässt uns auch gar nicht rein. Na super. So, und du? Was hast du mir zu erzählen? Hallo? Nee. Ach ja, ich bin auch noch klein. Warte, ich habe was gefunden. Nochmal Minish werden. Erstmal möchte ich mit den ganzen Minish reden. Vielleicht haben die mir alle was zu erzählen. Okay, da haben wir gerade schon mal einen Hinweis bekommen, wo wir hin müssen. Aber wie wir da hinbekommen, weiß ich. Wie wir da hinkommen, weiß ich nicht. Gut, was hast du mir zu erzählen? Der Handwerksmeister ist ziemlich ungehobelt, aber er ist ein feiner Kerl. Ja, toll. Unnötige Information. Ja, Freunde, wie komme ich denn jetzt weiter? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Muss ich jetzt mal alle Leute hier in Hyrule anquatschen? Dann werde ich... Oh, hey, lass mich durch. Aber dann werde ich auch bestimmt schon irgendwann weiterkommen. So, ja, jetzt muss ich aber erstmal...
Genau, ich wollte jetzt hier rein, genau. Gut, Figuren, sagte er. Irgendwas mit Figuren? Okay. Gut, Freunde, mal gucken, was der Typ hier will. Jetzt beende ich erstmal den Part und ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss und bye!